Und er hat sich um die Partei bemüht in den vergangenen Wochen. Er wird es jetzt wieder tun. Gleich geht's los. Susanne Höll, vielen Dank. Wir drehen uns wacker um, denn in dieser Sekunde sehen wir, ist die Troika tatsächlich pünktlich auf die Sekunde auf die aufgebaute Bühne bekommen und die Pressekonferenz beginnt. Hinterher. Meine Damen und Herren, sind ja doch ein paar gekommen. Herzlich willkommen, Willy Brandt-Haus. In Abstimmung mit den Mitgliedern des SPD-Parteivorstands werde ich für den kommenden Montag zu einer Sondersitzung des SPD-Parteivorstands einladen und Peer Steinbrück für die Bundestagswahl 2013 als Kandidaten für das Amt des Bundeskanzlers vorschlagen. Können ruhig auch applaudieren, wenn Sie wollen. Zugleich werden wir einen Vorschlag vorlegen, wie die SPD in den kommenden Jahren ein weiteres Absinken des Rentenniveaus bis 2030 auf 43% verhindern wird. In allen zentralen Politikfeldern ist die SPD dann neu aufgestellt und vor allen Dingen geschlossen für die Bundestagswahl. Das ist der vielleicht größte Unterschied zur Zerstrittenheit der jetzigen Bundesregierung von CDU, CSU und FDP, die auf keinem Feld der deutschen Politik eine gemeinsame Linie besitzen und Deutschland deshalb in den Stillstand geführt haben. Diese Bundesregierung aus CDU, CSU und FDP ist am Ende, denn sie hat ihren Vorrat an Gemeinsamkeiten schon lange aufgebraucht. Deshalb braucht Deutschland endlich wieder eine Regierung, die gemeinsam arbeitet und nicht im täglichen Streit versinkt. Deutschland braucht einen Politikwechsel, bei dem wirtschaftliche Kompetenz, soziale Gerechtigkeit und ökologische Vernunft endlich wieder miteinander verbunden werden. Das ist aus unserer Überzeugung nur mit einer Koalition aus SPD und Bündnis 90 Die Grünen möglich. Dafür treten wir 2013 gemeinsam an. Unser Ziel ist für die Bundestagswahl 2013, in Deutschland wieder ein neues soziales Gleichgewicht zu schaffen. Dieses soziale Gleichgewicht hat unser Land wirtschaftlich stark und sicher gemacht. Für alle war früher in Deutschland klar, Anstrengung lohnt sich, alle sollten am Wohlstand teilhaben und es wird demokratisch über die Zukunft unseres Landes entschieden. Heute erleben die Menschen in Deutschland das Gegenteil. Die immer größer werdende soziale und kulturelle Spaltung in Deutschland wird begleitet von einer dramatischen Entdemokratisierung. Anonyme Finanzmärkte besitzen größeren Einfluss auf unser Zusammenleben in Deutschland und Europa als demokratisch gewählte Parlamente und Regierungen. Das ist die größte Gefahr für unser Land und für die Demokratie in ganz Europa. Und gerade bei dieser Gefahr versagt nicht nur die Bundesregierung aus CDU, CSU und FDP, sondern vor allem die deutsche Kanzlerin Angela Merkel persönlich. Nichts macht den Unterschied zwischen Angela Merkel und uns so deutlich wie ihr verhängnisvoller Satz: Man brauche eben marktkonforme Demokratien. Wir sind der festen Überzeugung, das Gegenteil ist richtig. Wir brauchen einen demokratiekonformen Markt. Nur dadurch ist Deutschland so erfolgreich geworden. Die Bändigung der Finanzmärkte und die Rückeroberung der demokratischen Kontrolle über sie ist die zentrale Voraussetzung, um wieder ein neues soziales Gleichgewicht in Deutschland und Europa zu schaffen. Diese Bändigung der Finanzmärkte und ein neues soziales Gleichgewicht ist unser Wahlkampfthema für die Bundestagswahl 2013. Und für dieses Ziel und diese Aufgabe ist nach unserer festen Überzeugung Peer Steinbrück der richtige Kandidat und vor allen Dingen der beste Kanzler, den Deutschland dafür finden kann. Und deshalb ist er auch der beste Kanzlerkandidat der SPD. Das ist unsere gemeinsame Auffassung und deshalb wird er auch jegliche Unterstützung von uns beiden, von Frank-Walter Steinmeier und mir, erhalten, aber auch von der gesamten SPD. Lassen Sie mich auch etwas zum Zeitpunkt dieser Nominierung sagen. Für mich stand seit dem Frühjahr 2011 fest, dass entweder Frank-Walter Steinmeier oder Peer Steinbrück die SPD als Spitzenkandidat in die nächste Bundestagswahl führen sollen. Beide wissen seit dem Frühjahr 2011, dass ich das Amt des SPD-Parteivorsitzenden vom Amt des Kanzlerkandidaten trennen will.
Ich hatte dann vor der diesjährigen Sommerpause sowohl Frank-Walter Steinmeier als auch Peer Steinbrück gebeten, mir nach dem Sommer mitzuteilen, ob sie für eine Kanzlerkandidatur prinzipiell zur Verfügung stünden. Frank-Walter Steinmeier hat mir vor etwa 4 Wochen mitgeteilt, dass eine erneute Kandidatur für ihn ausgeschlossen sei. Ich habe das zu respektieren. Und Peer Steinbrück hat mir zum gleichen Zeitpunkt mitgeteilt, dass er zur Verfügung steht, wenn ich ihn vorschlagen würde. Sie wissen, dass ich beabsichtigt hatte, diese Nominierung erst nach einer auch formalen Beendigung der Rentendebatte in der SPD nach dem 24.11.2012 vorzunehmen. Ich habe deshalb immer gesagt, wir treffen die Entscheidung Ende 2012, Anfang 2013, spätestens aber nach der Landtagswahl in Niedersachsen. Erst der Inhalt, dann die Person, das ist für eine sozialdemokratische Partei die angemessene Reihenfolge. Deshalb hatte ich ursprünglich vor, die Nominierung auf dem kleinen Parteitag der SPD am 24.11. bekannt zu geben und für den 9. Dezember 2012 nach Hannover zum ordentlichen Nominierungsparteitag der SPD für den Kanzlerkandidaten einzuladen. Nun kommt das Leben manchmal etwas anders, als man es plant, sonst wäre es auch langweilig, und Sie dürfen versichert sein, eines ist die SPD nie langweilig. Der Wunsch sehr vieler Mandatsträgerinnen und Mandatsträger nach einer vorgezogenen Klärung der Kanzlerkandidatur war ja in den letzten Wochen unüberhörbar. Das kann und darf ein SPD-Parteivorsitzender nicht ignorieren. Außerdem kann ich verstehen, dass auch Frank-Walter Steinmeier dem wachsenden öffentlichen Druck auf eine Erklärung von ihm nur noch mühsam standhalten kann. Aus diesem Grund also die vorgezogene Nominierung. Und ich finde, eines zeigt die Nominierung auch. In der SPD ist alles wie früher. Am Ende behält Helmut Schmidt immer recht. Ja, meine Damen und Herren, es ist, wie es ist. Sigmar Gabriel hat es gesagt. Langweilig ist es in der Politik nicht, erst recht nicht in der SPD. Aber trotzdem, oder gerade deshalb, das ist ein guter Tag für die SPD. Peer Steinbrück ist, davon bin ich überzeugt, nicht nur der richtige Kandidat, sondern er wird auch der richtige Kanzler für unser Land sein. Wir leben in besonderen Zeiten, meine Damen und Herren. Europa steckt mitten in der tiefsten Krise. Diese Regierung, bestehend aus Union und FDP, findet keinen Ausweg daraus. Und sie sorgt auch nicht vor, dass sich Krisen wie die gegenwärtige nicht wiederholen. Gerade auch deshalb ist dringend notwendig eine Neuordnung auf den Finanzmärkten. Gerade deshalb ist notwendig, das Verhältnis von Demokratie und Märkten neu zu bestimmen. Alles das muss auf die Tagesordnung. Und Peer Steinbrück ist, davon bin ich überzeugt, für all das und für noch viel mehr der Richtige. Er hat das gezeigt in der Politik, in vielen Funktionen, die er in der Vergangenheit bekleidet hat. Und er hat vor allen Dingen bewiesen, das haben viele Menschen in Deutschland erlebt, dass man in einer Krise auch stehen kann und dass man sie mit Mut und Entschlossenheit bewältigen kann. Wir alle drei, die wir hier oben stehen, und 100.000 in der SPD mit uns gemeinsam, wir haben ein gemeinsames Ziel. Das gemeinsame Ziel, dass Peer Steinbrück Kanzler wird. Und ich kann Ihnen versprechen, auf dieses gemeinsame Ziel werden wir alle mit aller Kraft hinarbeiten. Und lieber Peer, dir persönlich verspreche ich, ich werde mich in diesem Wahlkampf so engagieren, als wäre es mein eigener. Vielleicht ein Wort zum Abschluss. Sie haben es eben gehört von Sigmar Gabriel. Ich habe mich entschlossen, für eine Kanzlerkandidatur 2013 nicht zur Verfügung zu stehen. Ich habe diese Entscheidung vor einiger Zeit Sigmar Gabriel mitgeteilt. Und lieber Sigmar, ich habe mich ganz herzlich dafür zu bedanken, dass du sie direkt respektiert hast. Vielen Dank. Ich bin mir, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Herausforderung auf Vorschlag des Parteivorsitzenden der SPD und nach Zustimmung durch die Gremien meiner Partei, der Kanzlerkandidat der SPD zu sein, sehr bewusst.
Aber ich nehme diese Herausforderung an. Und ich nehme diese Herausforderung an, um mit und für die SPD die nächsten Bundestagswahlen zu gewinnen. Das ist der Anspruch, das ist der Ehrgeiz. Wir wollen diese Bundesregierung ablösen. Es ist erkennbar, dass diese Bundesregierung in einem Jahr nicht wieder bestätigt wird. Aber wir wollen nicht nur, dass sie teilweise ersetzt wird, sondern wir wollen, dass sie durch eine rot-grüne Regierung ersetzt wird. Ein solcher Wahlkampf ist eine Bürde, wie ich weiß, aber ein solcher Wahlkampf kann auch Spaß machen. Derjenige, an dem ich mir ein Beispiel nehmen will als großer Wahlkämpfer und der dabei erkennbar auch aufgeblüht ist, ist kein anderer als Gerd Schröder. Das heißt, ich empfinde diese Funktion als Kanzlerkandidat der SPD keineswegs nur als Pflicht und Verpflichtung, sondern ich werde mit all denjenigen, die in meiner Partei mir behilflich sind, deutlich machen, dass wir zu 200% versuchen, ein Wahlergebnis zu erzielen, das uns in eine strategische Position bringt, die nächste Bundesregierung zu bilden. Ich will mich herzlich bedanken bei der Troika. Ich weiß, dass für einige von Ihnen diese Konstruktion zunehmend nicht unbedingt mehr eine große Faszination gehabt hat, gelegentlich auch eher als Inszenierung empfunden wurde. Ich will Ihnen hinzufügen, diese Troika ist alleine wichtig gewesen, weil drei führende Sozialdemokraten dort zusammengefunden haben und in einer sehr engen Abstimmung in einem schwierigen Zeitabschnitt belegt haben, dass solche Konstruktionen funktionieren können und zu einem sehr vertrauensvollen, sehr gut abgestimmten Verhalten und politischem Entwurf führen können. Und die wichtige Nachricht ist, dass diese Troika, seien Sie nicht überrascht, auch über diesen Tag hinaus zusammenhalten und zusammenwirken wird für die SPD. Ich jetzt in der Funktion, wenn die Parteigremien mich bestätigen, als Kanzlerkandidat, aber zusammen mit dem Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel und zusammen mit dem Fraktionsvorsitzenden Frank-Walter Steinmeier. Und Sie können ziemlich sicher sein, dass das ähnlich vertraulich und vertrauensvoll weitergehen wird, wie wir das in den letzten Monaten manchmal zu Ihrer Verwunderung sogar im Vergleich zu früheren Troika-Konstruktionen bewiesen haben. Nun bitte ich um Verständnis, unbenommen Ihrer nachvollziehbaren Neugier, dass ich nicht weitergehende und schon sehr grundsätzliche Erklärungen heute abgeben will, weil ich gerne erst den Gremien meiner Partei am Montag zur Verfügung stehen möchte. Ich sage Ihnen gerne zu, dass ich nach den Sitzungen dieser Parteigremien am Montag Ihnen allen von den Print- und von den elektronischen Medien ausgiebig zur Verfügung stehen werde. Und es wird an Gelegenheit nicht mangeln, wo ich Ihnen öffentlich auch unsere gemeinsamen, auch unter meiner Akzentsetzung gebildeten Vorstellungen über einen Wahlkampf und seine Inhalte vorstellen werde. Aber für heute bitte ich um Nachsicht, dass ich erst, auch aus stilistischen Gründen, erst meine Parteigremien informieren möchte und mich dort vorstellen möchte in dieser Rolle als, wenn Sie so wollen, designierter Kanzlerkandidat der SPD. Vielen Dank für Ihre Geduld. Vielen Dank. Wir haben Zeit für drei Fragen. Die erste hat Frau Schausten. Etwas Näheres sagen zu den Gründen Ihrer Entscheidung? Das würde mich interessieren. Und die zweite Frage an Herrn Steinbrück. Übers Wochenende müssen Sie dann jetzt noch ein eigenes Rentenkonzept offenbar entwickeln, denn von dem Vorsatz erst die Inhalte, dann die Person wurde ja jetzt abgerückt. Anschließende Frage daran, warum war das jetzt nötig, Herr Gabriel? Was die zunächst an mich gerichtete Frage angeht, ich kann das jetzt in Anteilen, die in einer Antwort zusammenfließen, gar nicht auseinanderhalten. Herr Gabel hat darauf hingewiesen, wir haben uns vorm Sommer vereinbart, die Sommerpause zu nutzen, abschließende Entscheidungen zu treffen. Ich habe für mich jedenfalls alles in Betracht gezogen, was zu einer solchen Entscheidung gehört. Und es bleibt am Ende, es ist eine persönliche Entscheidung, die mit aktuellen inhaltlichen Klärungen, die wir in der Partei durchzuführen haben, nichts zu tun hat. Wenn ich die Antwort mal für das Thema Rente gebe, dann machen Sie sich keine Sorgen. Wir wissen ziemlich genau, wie wir das Thema in der SPD weiter beraten und entscheiden werden. Und weil das klar ist, gibt es auch keinen Grund, jetzt sozusagen noch weiter so zu tun, als sei es nicht klar. Und ein neues Rentenkonzept braucht es nicht, weil wir ja schon eins beschlossen haben. Die einzige Frage, die noch offen ist, ist die Frage nach dem Rentenniveau. Dafür werden wir gemeinschaftlich einen Vorschlag machen. Es bahnt sich eine Lösung an, auf der jedweder Kandidat sich glaubwürdig bewegen kann. Herr Wonka, bitte.
Herr Gabriel, warum jetzt so überstürzt heute? Zumindest hat man den Eindruck, dass es überstürzt heute ist. So wie Kai aus der Kiste, könnte man ja fast sagen. Und vielleicht zum Prozedere nochmal, Herr Steinbrück, wann haben Sie denn von Ihrem Parteivorsitzenden tatsächlich erfahren, ja, Sie dürfen es machen? Heute oder war das vorher schon klar? Könnten Sie das also zum Zeitplan und zum Prozedere noch ein wenig erläutern? Ich kann Ihnen nur die gleiche Antwort geben, die ich eben schon gegeben habe. Das wird es ja hinterher schriftlich geben. Das ist der Grund, warum wir es heute machen. Und ganz allgemein gilt, weil das Leben manchmal so ist. Was das Prozedere betrifft, ist das völlig korrekt, was Sigmar Gabriel dargestellt hat. Er hat Frank-Walter Steinmeier und mir sehr frühzeitig signalisiert, dass er nicht von seinem Zugriffsrecht als Parteivorsitzender Gebrauch macht, um zu kandidieren, was übrigens sowohl Frank-Walter Steinmeier wie ich absolut respektiert hätten. Das ist das Zugriffsrecht des Parteivorsitzenden. Und zwischen uns dreien, auch in einem bilateralen Gespräch zwischen mir und Frank-Walter Steinmeier, ist in der jüngsten Zeit klar geworden, dass Frank-Walter Steinmeier nicht kandidieren möchte. Und daraufhin sind wir untereinander uns ziemlich einig geworden, dass ich dann auch in diesem konkreten Zeitfenster mit Blick auf die Themen, die anliegen, vielleicht der geeignete sein könnte, um für die SPD das Maximum an Stimmen rauszuholen. Wenn Sie es genau wissen wollen, wir beide haben uns, glaube ich, vor 2 Wochen getroffen. In Hannover auch noch. Nicht in Goslar und auch nicht in Wolfratshausen. Einige haben es gesehen. Herr Steinbrück, was haben Sie aus Ihrer Wahlniederlage 2005 eigentlich gelernt und was nehmen Sie mit daraus für den Bundestagswahlkampf 2013? Natürlich ist es für mich eine Niederlage gewesen, die SPD in Nordrhein-Westfalen nach über 3 Jahrzehnten nicht wieder in die Regierung geführt zu haben. Aber das war keine traumatische Erfahrung. Denn mir ist sehr bewusst gewesen, dass nach so einer langen Zeit die Sehnsucht nach einem Wechsel, einem demokratischen Wechsel in Nordrhein-Westfalen verbreitet gewesen ist. Mein Eindruck war nicht ganz unbegründet, dass ich als Kandidat oder als amtierender Ministerpräsident weit vor meinem Herausforderer lief. Und es war die damalige Konstellation, Regierungskonstellation von Rot und Grün in Nordrhein-Westfalen in dem Erscheinungsbild nicht so attraktiv. Das hat sich deutlich geändert. Einer der Gründe, warum Hannelore Kraft zusammen mit Frau Löhrmann in Nordrhein-Westfalen sehr gut gelaufen ist. Im Übrigen habe ich den Eindruck, dass damals ich an absoluten Stimmen so viel und sogar etwas mehr gehabt habe als die SPD beim letzten Landtagswahlkampf vor einigen Monaten. Und daran können Sie sehen, manchmal können Sie mit einer solchen Stimmenanzahl gewinnen und manchmal können Sie mit einer solchen Stimmenanzahl verlieren. Vielen Dank. Danke. Ich glaube, die wollten ein Foto haben, ne? Ja. Wo sollen wir denn hin? Hier hin oder wo? Näher zu Willi. Wir gehen da.